Okay, im letzten Video habe ich gesagt, ich werde jetzt die Oberwelt zeigen, die ich gemacht habe. Und dann werde ich das auch machen. Also gehen wir mal hier rüber und klicken. Hier ein kurzer Überblick. Also ein recht weitläufiges Areal, sage ich mal. Hat keinen Namen bisher, deswegen steht einfach nur Oberwelt. Und weil es im Video, ja, hier im Bild wahrscheinlich nicht so scharf sein wird, habe ich jetzt eben hier mal geladen, um ranzuzoomen. Wenn mein PC sich mal beeilen würde. Okay, dann vielleicht noch ein bisschen, damit man auch alles erkennen kann. Also, fangen wir mal an. Hallo. Ah, ja, mein PC ist leider eine absolute Schrottkante. Okay, also, es fängt an. Man wird am Anfang von Grundhilda eben hergebracht und landet hier in diesem, irgendwo hier in der Nähe von diesem. Das soll ein Baum sein, der ist von oben, so quadratisch. Von der Seite aus sieht es aber aus wie ein Puzzleteil. Da kann man dann irgendwie hochklettern. Und innen drin wartet eben der Puzzlo-Jünger, der Typ, der in Banjo-Tooie vor dem Puzzlo-Tempel stand, der hier praktisch die Aufgabe des Meister Puzzlo hat und bei dem kann man die neuen Welten öffnen. Das hier, was hier, dieses komische schwarze Teil hier, das soll einfach so ein magisches Symbol sein. Also sie das haben so verschiedene Formen. Das hier ist noch eins zum Beispiel. Das soll ich dann sagen, weil das erkennt man nicht einfach so. Die Xe, das sind alles diese Zauberkristalle, die man sammeln kann, um sie bei Mumbo oder Humba zu benutzen. Das sind auf der Oberwelt ziemlich viele. In den Welten sind das dann weniger. Also wenn ihr denkt, oh, hier sind ja alle paar Meter so ein Kreuz, das ist nicht in jedem Level der Fall. Dann das Ding, das könnt ihr vielleicht erkennen, das soll eine Warpplatte sein, so wie es die in Banjo-Tooie gibt. Auch hier 5 pro Level. Diese Dinger, das sind Bäume. Hier soll auf dem Baum ein Jinjo stehen. Ich habe denen jetzt keine bestimmte Farbe gegeben, weil die in Banjo-Tooie auch immer zufällig sortiert sind. Dann kann man hier lang gehen. Hier kann man, wenn man irgendeinen Move benutzt, mit dem man durch kleine Wege kann. In dem Fall, ich glaube, hier ist keine Trennplatte, also würde man in dem Fall aber da einfach ein Zeitbombenei reinwerfen und das würde dann dieses Symbol hier holen. Hier ist übrigens Mumbo, falls ihr es nicht lesen könnt, was eigentlich sein müsste. Das hier ist dann der Schalter für den Bahnhof, der unter diesem Hang ist. G ist irgendwo hier drüben. Ja, das ist dann einfach nur der Bahnhof, das ist nichts Besonderes. Ja, wenn man hier oben lang gehen würde, zu C, das führt zur vierten Welt, sowie zu Bottles neuem Haus. Hier, das soll so eine Jump-Jaws-Luke sein, wo man neue Eiersorte kriegt. Und hier rechts ist der Weg irgendwie blockiert. Um das zu öffnen, muss man den Hexenschalter in dieser Welt, in dieser Sturmgrotte, finden. Aber ich habe mir gedacht, in Banjo-Kazooie war das ganz nett, also könnte man es auch wieder einführen und praktisch in jedem Level gibt es einen Hexenschalter, mit dem man dann ein Puzzleteil auf der Oberwelt mehr kriegt. Wobei hier drüben seht ihr zum Beispiel, ist ein normales, das kann man auch so kriegen. Und die mit so einem schwarzen Hut auf, das erkennt man bloß bei dem hier ziemlich schlecht, das sind die, die man durch den Hexenschalter kriegt. Also wird man dann hier in den Gang kommen. Wobei bei diesem Gang muss man einen von Mumbos neuen Moves benutzen. Das wäre dann auf dieser Platte hier, die man fast nicht sieht. Wodurch er dann die Zeit stoppen kann. Und hier kommen überall irgendwie Schüsse aus den Wänden oder sonstige Geschosse jedenfalls. Und die werden dann gestoppt. Und dadurch kann er dann hier durchlaufen. Und das Puzzleteil. Am besten noch den Kristall hinten einsammeln. Das ist allerdings erst Welt 4, weil normal geht man hier nach links. Hier, das ist das erste Level, Wildbachfälle. Brauchen wir nur einen Puzzle für. Geht man einfach über so eine Brücke, die über dem See ist. Hier unten sind ein paar Sachen unter Wasser. Hier sind zum Beispiel ein paar Felsblöcke, die man mit dem Tui-Torpedo dann wegschießen kann. Hier wäre dann zum Beispiel ein Jinjo drunter. Hier sind unterirdisch ein paar Zielscheiben. Das kommt nur für den Trainingsbereich. Und hier ist ein Loch, wo man dann durchschwimmt zur Welt 6, den Azurabgründen, was dann so ein Wasserlevel ist. Man kann auch hier auf so ein kleines Podest hochlaufen und dann hier über solche Blöcke laufen, springen. Hier sind dann zwei Schalter, die man mit einem speziellen Move aktivieren muss, den man in Welt 5 kriegt, glaube ich. Das ist so eine Art Boomerang. Bloß man nutzt dann dazu halt Kazooie. Das ist so ähnlich dann, hätte ich mir gedacht, wie in den Zelda-Spielen, vor allem Zelda Dingenskirchen, Wind Waker, dass man dann mehrere hintereinander anvisieren kann, damit man diese zwei Schalter sehr schnell ineinander trifft, dann kriegt man eine leere Honigwabe. Dann ist hier irgendein Typ, der angelt. Was man für den für eine Aufgabe machen muss, habe ich mir noch gar nicht so groß überlegt. Man kriegt jedenfalls einen Puzzler dafür. Vielleicht irgendwas, was er angelt und irgendwelche Krabben oder sonst was versuchen, die Fische irgendwie wegzuschleppen.
jagen oder sowas unter Wasser und man muss irgendwie die Krabben besiegen oder irgendwie sowas. Und hier unterirdisch ist noch ein Tunnel vom Wasser her und da ist aber eine starke Strömung, die kann man nur durchschwimmen, wenn man die Verwandlung als Frosch hat, die man aber in der ersten Welt gleich bekommt. Und hier wird dann vom Hexenschalter von der ersten Welt, oder? Ne, das ist von dem Hexenschalter von der sechsten Welt. Erscheint dann hier das Puzzleteil. Und hier ist noch so ein Ding. So ein Zauberkristall. Ja, hier ist hinterm Wasserfall ist auch ein Weg, der öffnet sich dann eben, wenn man den Hexenschalter in der ersten Welt findet. Hier drüben ist so eine Art Tipi-Dorf. Das sind für die ganzen Jinjo-Farben. Diesmal nur mit Grau. Der hat einfach 10. Ansonsten ist dasselbe, also 1 bis 9 und dann noch 10 von denen. Das sind insgesamt 55. Dann auf dem Totem in der Mitte, da ist hinten dran ein Zauberkristall und obendrauf ist eine leere Honigwabe. Und da muss man, ja, ich würde sagen, einfach einen Zeitbomb mal hochwerfen. Hier ist eine weitere Warpplatte und das ist das Humba-Zelt. Dann ist hier hinter einem Gitter sind Profi-Blob-Schuhe. Die braucht man, um zum einen in A zu kommen. Hier ist nämlich Cheeto, das ist irgendwie. Da ist ganz weit oben im Felsen ein Loch, wo man halt reingehen kann und dazu brauchen wir die Profi-Blob-Schuhe. Hier ist noch auf irgendeinem hohen Regal so ein Jinjo. Und man kann, wie gesagt, hier muss man diesen BK-Schalter drücken. Das heißt, man muss mit Bench und Kazooie gleichzeitig draufstehen. Und ja, also man kann nur die beiden gleichzeitig benutzen, wenn man die Profi-Blob-Schuhe will. Hier ist ein Tunnel einfach. Hier ist so ein weiteres von diesen Symbolen. Das ist auch wieder in so einer Nische, wo man mit den Profi-Blob-Schuhen hoch muss. Hier, das sieht zwar aus wie eine Toilette, aber das ist aus Versehen. Hier trifft man später Trophäen-Thomas, den man aus Nutzenbolz kennt. Und der kommt aber erst, nachdem man ihn in der zweiten Welt befreit hat. Hier ist dann noch auf irgendeinem höheren Teil ein Baum mit einem Zauberkristall. Hier sind einige hölzerne Barrieren, die man nur als Stier durchbrechen kann, um die Honigwabe zu bekommen. Hier ist ein Wanderer, ein Koala, der einen zum Rennen herausfordert und man muss den schlagen halt, um das Puzzleteil zu bekommen. Hier ist der Trainingsbereich, wo man zwei Puzzleteile bekommen kann. Das eine ist das erste im ganzen Spiel, wo man einfach die Basissachen durchmacht, so wie Kamerasteuerung, Springen, Stampfattacke, Angreifen etc., das Standardgedöns. Und man braucht auch das erste Puzzleteil, um in die erste Welt zu kommen, also muss man am Anfang so diesen Trainingsbereich machen. Dann, wenn man die ganzen, man kann auch noch einen Trainingsbereich für die ganzen anderen Moves, die man in den früheren Spielen gelernt hat, machen. Und wenn man das dann auch noch macht, kriegt man ein zweites Puzzleteil. Also die muss man nicht zwingend machen. Dann, ja, gehen wir erstmal hier hoch. Hier ist die zweite Welt. Das ist so ein Wüstenabschnitt. Hier ist wieder so eine Warpplatte. Und hier ist dieser runde B-Knopf. Das ist so eine Platte, wo man zu Boggy wechseln kann. Hier ist eine der großen Felsblöcke. Da würde ich mir dann vorstellen, dass irgendwie so Tatzenabdrücke oder sowas drauf sind. Die kann Bottle, sag ich schon, Boggy mit dem Move, den er in der ersten Welt lernt, dann rausziehen. Und dahinter befindet sich ein weiterer BK-Schalter für Bench und Kazooie zusammen. Dadurch erscheinen im Treibsand, indem er wieder nach hier rausgespuckt wird, wenn man versucht durchzugehen, erscheinen hier so Trittsteine und über die kommt man dann hier zur zweiten Welt, Ewigkeitswüste. Hier ist noch ein kleiner Tunnel, in dem man dann auch gleich rein kann, ein weiterer Kristall. Hier an dieser Wand und an dieser Wand, das ist so eine sandige Wand, da muss man Wassereier draufwerfen, damit die sich auflösen. Und die bekommt man aber hier bei Jump Jars. Dann ist hier ein Loch, um das zu überwinden, muss man sich hier an der Kante entlang hangeln. Da ist so ein Griffding. Und hier geht so ein Berg auf in so einem kreisförmigen Ding hoch. Hier ist dann praktisch so eine Art Wasserfall nur mit Sand. Und da sind immer Gummistiefeln alle paar Meter, damit man da durchwarten kann. Und hier ist ein Puzzleteil. Der Hexenschalter aktiviert ein Puzzleteil hier. Da kommt man nur ran, wenn man sich in einen Sandaal verwandelt. Mit dem kann man durch diesen heißen Sand durchgehen. Ja, weil man kann sich hier nicht trennen, also kann man nicht Benjo benutzen. Wobei ich mir gedacht habe, dass nachdem er den so oft benutzt hat, den Tui, da ist der nicht mehr irgendwie wasserdicht oder flüssigkeitendicht, sag ich mal. Das heißt, man kann auch nicht mehr einfach mit Benjo hier durchwarten. Das wird es zu einfach machen. Ja. Dann hier ist noch unter einem Vorhang, Vorhang, Vorsprung, so eine Einkuhlung mit einem weiteren
Kristall, das ist an einigen Stellen so. Hier so ein kleiner Steinbogen. Wenn man hier rüberspringt von hier aus, kommt man wieder zum Symbol. Dann kann man hier in B rein. Das muss man machen nach der zweiten Welt. Jetzt muss ich kurz suchen, wo es ist. Hier. Das ist so ein Gang mit lauter, naja, Laserstrahlen könnte man sagen, aber keine, die dann wehtun, sondern einfach so Anti-Spionage-Teile. Da muss man aus der zweiten Welt einen Move benutzen, mit dem er unsichtbar wird, braucht man aber weiße Federn dafür und kann dann dadurch, ohne erkannt zu werden, drückt den Schalter. Und dadurch fahren dann hier Platten raus, sodass man hier wie so eine Art Treppe hier hoch kann, weil das, wo ich jetzt mit der Maus langfahre, das ist deutlich höher. Das ist so eine erhöhte Klippe. Bis hier drüben. Das hier ist überhaupt in der Versenkung. Und alles unterhalb ist eben sehr viel tiefer. Nur so kommen wir hier hoch. Ja, hier ist dann Honigbini, indem man hier einfach den Berg hochgeht und über die Brücke. Wenn man sich dann noch hier daneben dran langhangelt, bekommt man ja auch eine Honigwabe. Und hier ist natürlich noch eine Warpplatte. Dann ist hier wieder so eine, so eine kleine Höhle. Allerdings ist da ein Gitter davor, was man nicht kaputt machen kann. Also muss man mit Mumbo hier den Zauber Zeitraffer benutzen, sodass dieses Gitter anfängt zu rosten. Dann hier hoch, wo übrigens das dritte Level Eiskristallberg ist. Muss man hier hoch. Aber da. Zu Boggy wechseln und dann einen Move benutzen, bei dem er sich zusammenrollt und den Hang runterrollt, wie so eine Art riesiger Schneeball, nur dass er halt ein Bär ist. Rollt dann hier runter, bricht das Tor auf und so kriegt man dann das Puzzleteil. Der Hexenschalter ist sehr einfach dann, das Puzzleteil. Da muss man bloß hier über diese Klippe hier springen. Und hier ist noch ein Schalter, den man mit Mumbo drückt, dann kriegt man hier einen Jinjo. Dann ist hier ein schwarzer Fels oder aus Metall oder sonst was, jedenfalls so hart, dass man ihn mit dem normalen Bohrbirne nicht aufkriegt. Und da braucht man aus der vierten Welt einen Move, mit dem man dann eben auch solche sehr harten Brocken kaputt machen kann. Darunter ist ein Schalter, der über dieser Grube eine Brücke bauen lässt, sodass man hier zur fünften Welt kommt, dem Kolosseator. Was man hier von oben natürlich nicht sonderlich sieht dann. Also hier ist der Eingang. Das sind einige so kolosseumartige Torbögen. Hier ist wieder übrigens eine neue Eiersorte von Jamjaws. Da muss man halt in manche hochspringen mit Flatterflug oder Sprungplatten oder sonstigem. Bei einem kann man dann hinten in den Gang rein und kommt dann hier raus. Kann dann hier hinspringen und dann praktisch oben auf das Dach davon. Hier oben erscheint dann auch das Hexenschalter-Puzzleteil. In einer so einer Einlassung ist wieder so ein Symbol. Dann ist hier ein Panda, der Bergsteiger ist und gerne Rennen macht. Und da muss man als erster hier dann hochklettern. Das sind ganz viele Felsvorsprünge, wo man hochspringen muss. Und wenn man als erster oben ist, kriegt man ein Puzzleteil. Und hier sind auch noch zwei Kristalle versteckt. Und mein Zeitlimit wird langsam knapp. Ja, hier D, das ist einfach bloß der Weg zum neunten Welt. Das ist eine Art Aufzug und der aktiviert sich natürlich erst, wenn man genug Puzzleteile hat. Und außerdem kann man hier oben noch das Hexenschalter-Puzzleteil bekommen. Allerdings muss man an einer bestimmten Spur lang laufen, an der man wiederum nur lang klettern kann, wenn man sich in eine Raupe verwandelt, die man eben erst in dieser Welt werden kann. Dann ist hier ein Schalter, den man einfach drückt. Dann befreit man diese Figur, die bei König Gingerling direkt nebendran sitzt, dieses rosane Vieh, was der wiederhaben will, der ja irgendwo da in diesem Tipidorf rumhockt. Und hier ist so eine Art Ödland mit einem riesigen Felsen. Hier sind einige Geysire mit Felsen drauf, da kann man sich draufstellen und dann hochfliegen. Und hier ist eben Hexenschalter von Welt 8, dem Stahlgigant. Den muss man allerdings von hier aus betreten, weil das ist praktisch ganz weit oben an der Felswand. So eine Art Metallgerüst. Und dann geht man hier in so eine Kabine rein und hier ist dann das Level. Also dieses Teil hier ist auch sehr viel höher als das hier unten. Und ja, Mist. Ich glaube, das ist blöd von der Zeit. Dann mache ich es eben noch in einem kleinen zweiten Teil hinterher.